Ich bin so ein armes Schwein, ich habe nur 3 Freunde. Naja. Und den einen kenne ich nicht mal. Na, lieber so als gar nicht. Richtig. Und dann kennst du ja noch den Killer. Da gießt er sich wieder was ein. Ach so, du meinst jetzt bei Steam, ne? Naja, ist ja auch nicht so schlimm. So. Ja, ich bin bereit. Ich hoffe, wir kommen nicht wieder auf dieselbe Karte irgendwie. Ja, mal wieder was Neues wäre schön, ne? Ja, so ein bisschen Abwechslung wäre schön, ja. Aha. Dein Zwilling ist da. So. Aber schade, dass man die Sachen, die man einmal gekauft hat, dass die dann auch schon wieder weg sind. Naja, bei mir in dem Fall nicht. Oh, ich habe mich verschrieben. Wie gesagt, also jeder Charakter, je nachdem ob Männlein oder Weiblein. Achso, stimmt, tatsächlich, ja. Jetzt, wo du das sagst. Kampfkaninchen, das ist ja auch niedlich. Aber mit dem bin ich schon Level 2, immerhin. So, bereit? Bereit? Geht doch. Was wird jetzt kommen? Aha. Haha. Ich habe eine Vermutung, warum wir immer diese Zeichen da bekommen, erstmal vor dem Spiel. Und zwar, wenn wir diese Zeichen nämlich als Besitz haben, am Mann,
Werden diese uns was nützen in diesem Level? Höchstwahrscheinlich. Irgendwie so. Ja, kann sein, ne? Aber wie kriegt man. Das wäre jetzt eigentlich mal die logischste Erklärung irgendwie. Aber ich habe die nun nicht. Also im Blutnetz tauchten die jedenfalls nicht auf, ne? Naja, vielleicht müssen wir dafür auch ein höheres Level sein und so. Ah, Autohafen, Schrottplatz. Na, schön, ich fange hier bei dem Haken an. Was ist eigentlich? Kann man da mal. Ich denke mal, ich krieg jetzt hier wahrscheinlich. Ach, guck mal, M2. M2? Ach cool, ich kann hinleuchten. Ich hoffe, die geht aber nicht aus. Doch, geht schon. Hat das jetzt wirklich irgendwie einen guten Vorteil jetzt, dass du jetzt die Taschenlampe hast? Nicht wirklich. Vielleicht kann ich die alte blenden, ich weiß es nicht. Mit meiner Schönheit, weißt du? Ja. Also ich denke, nur der Killer hat davon einen Vorteil, wenn er dich da leuchten sieht. Ich glaube auch. So. Ich bin jetzt gerade am Generator. 5 Generatoren gibt es übrigens hier. Tatsächlich, ja. Da werden wir ein bisschen was zu tun haben. Okay, bis jetzt habe ich Ruhe. Oh oh. Bei dir? Das war jetzt bei mir in dem Fall, ja. Oh, das wird eng, das wird eng. Kann das sein, umso öfter man schon einen Generator repariert hat, umso fähiger wird. Also ist das. Also die Fähigkeit erhöht sich dadurch, meine ich? Nein, ich glaube, dadurch steigt dein Level. Weil ich habe jetzt. Ich komme ziemlich schnell voran jetzt beim Reparieren. Ah, fuck. Na, das kann sein, ja, dass der irgendwie mitlernt, so ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit erregt. Ah, scheiße, wieder ein bisschen zu spät. Ah, die alte ist auch nicht bei mir. Ah, fuck, ey, jetzt sind es schon zweimal. Ja, bei mir war es schon dreimal davor und immer echt ein bisschen zu spät, war ein Millimeter. Ja, es ist auch viel zu schnell. Na, ging. Ja. Ja, ich habe ihn zum Laufen gebracht. Endlich habe ich auch mal einen Generator. Ah, du warst da, ich war hier. Okay. Die alte kommt. Ich höre, glaube ich, auch. Zwei, glaube ich. Wie, zwei Killer? Ich glaube, ja. Das ist ja mies. Funktioniert auch schon, oh, okay. Oh. Ich glaube, hinter mir ist jemand her. Wo sind die denn alle? Ich habe da hinten was einmal laufen gesehen, dann bin ich schnell weggerannt und jetzt habe ich anscheinend Ruhe. Mal sehen, wie lange. Ich bleibe jetzt hier erstmal in meiner Hütte. Da läuft auch der Generator. Ja, wir haben noch 2 Generatoren, also wir haben schon 3 zum Laufen gebracht. Cool, dann müssen wir möglichst so zur gleichen Zeit die in Gang gekriegt haben, glaube ich, ne? Ja, ja, richtig. Du hast den ersten in Gang gebracht, ich habe den zweiten in Gang gebracht. Und irgendeiner dann den dritten. Das macht Sinn. Ja, vor allem du hast den ja in Gang gebracht, eigentlich nur ein paar Meter vor mir. Ja. Und dann kamen sie, glaube ich, auch schon dann, ne, in unsere Richtung dann. Also, wir waren in der Nähe, so, ne, wir beide, so ziemlich. Hm. Oh, nein. Ich bin jetzt gerade bei irgendwie so einem Bagger oder so, ne? Ja. Doch, ich bin hier gerade wieder bei so einem Aufschlitzteil. Oder so ein Kranfahrt. Ich sehe hier keinen einzigen Geist und keiner wurde bisher erwischt. Gibt es hier überhaupt einen? Das ist... Weißt du, schon. Wir rennen hier vor irgendetwas weg und dabei existiert es gar nicht. Ich glaube schon. Hier war eine Tür, die gerade irgendwie... Oder so eine Europalette, die umgeworfen wurde. Eine habe ich schon mal um... Oh. Ist noch ein Generator. Oh, ein Generator noch. Oh, wir müssen den Ausgang finden. Wir müssen jetzt den Ausgang finden. Ja. Ja, toll. Und der Geist verfolgt mich gerade. Oh, oh. Ich weiß nur nicht, wohin. Ah, nee, ich bin's gar nicht. Aber der ist irgendwie hinter mir, glaube ich.
Wo ist der Ausgang? So weit waren ich wir jedenfalls weiß, noch nie. Das ist Premiere. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Ja, und du an mir. Ich bin gerade am Ausgang gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Warte mal. Ich glaube, der war da. Hey, sieht auch noch aus wie ein Generator. Müssen wir den auch reparieren? Nee, hey, wir sind voll die Pros, wa? Aber, wir haben ja... Aber es gibt hier echt noch einen Generator, der aus ist. Aber den müssen wir anscheinend nicht benutzen. Ah, hier, warte mal. Ja, hier, hat eine Tür aufgemacht. Warte mal. Ah, nice. Komm, dann gehen wir raus, oder? Na, komm schon. Komm schon, komm schon. Geh ja, auf, safe. Entkommen. Yes. Das ja, ist das erste noch Mal. Nicht, noch nicht. Komm, freu dich nicht zu früh. Doch, komm rein. Yes. Oh, geil. 3463 Punkte. Ja, yeah, wir sind draußen. Oder ich zumindest. Und ich. Und die anderen? Entkommen. Geile Sache. Ja, schlag ein. Ich schlag sowas von ein. Das erste Mal entkommen hier. Ja. Oh, das ist bei dir. Ah nee, du bist es gar nicht. Mann, bin ich blöd. Ach, du bist auch schon draußen? Ja, gleich als erstes. Cool. Was macht denn der andere? Ich hab mich nur gewundert, warum bist du wieder umgekehrt? Weil du hattest das ja aufgemacht. Der andere fuhr mit noch am Generator. Muss er doch gar nicht mehr. Eigentlich nicht, nein, aber tut er. Naja, wenn er Spaß dran hat. Ah, der hat viele Fallen. Ja, ich geh auch mal auf Zuschauen, ne? Dann sehen wir das ja mal. Oh, der... Ah, ist der... Warum geht er denn nicht? Oh Mann. Ich weiß es nicht, naja, wir sind weg. Kampfkaninchen wieder. Hatten wir den nicht letztens schon? Das kann sein. Galoppelhase. Und Ghost läuft auch noch hier so in so einem zerfallenen Gebäude rum. Er geht nach unten. Okay, na, im Keller gibt es ja auch einen Ausgang meistens, ne? Und ja, Tunnel. Tatsächlich. Und dann geht er zu dieser Truhe. Was findet man denn in der Truhe? Weiß ich nicht. Ich habe da einmal... Ich hab nichts. Also ich habe da drin gesucht, aber da kam nichts. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie jedenfalls kriegt man fürs Durchsuchen Punkte, aber konnte jetzt bei ihm auch nichts sehen. Also irgendwas hat er in der rechten Hand, glaube ich. Ist das eine Taschenlampe oder was hat der da? Da seine Falle? Ach, die kann er jetzt mitnehmen, oder wie? Nee, jetzt stellt er so auf. Ich glaube, du kriegst mehr Punkte dadurch. Ja, wenn die noch nicht zum Ausgang gehen, ne? Und das machen, ne? Was noch? Ich glaube auch. Aber ist sehr riskant. Warum? Komm, jetzt geht er auch mal zum Ausgang, Leute. Hier ist jetzt das Kampfkaninchen. Sucht, glaube ich, jetzt den Ausgang. Ja, ist, oh, er läuft am Ausgang vorbei. Es geht zum... Ah, es will noch, das Kampfkaninchen will den Generator noch reparieren. Oh, die beiden machen das jetzt noch. Die machen das beide, ja. Aber was bringt es, ist die Frage. Nur Punkte halt, denke ich, ne? Dass sie noch mehr Punkte... Ich gehe auch von aus. Aber ist auch riskant, dass die denn jetzt getötet werden. Und weil fürs Fliehen müsst, kriegt man ja auch Punkte. Also fürs Entkommen. Ich hoffe, ich erwarte das. Guck mal, das ist, guck mal, die kriegen ja 100. Na gut, ihre Fähigkeiten erhöhen sie, glaube ich, sogar auch. Ne? Durchs Reparieren, umso öfter man ja, repariert, umso. Ja. Ja, ist ja auch noch. Genau. Aber ja, ist hier schon Ghost, nicht. Ghost hat ja auch schon einige Sachen. Also der hat zum Beispiel so eine Killerfalle und so. Hm. Okay. Ah, haben sie angekriegt. Und. Naja. Du kriegst sogar durch Kooperationsaktionen sogar Punkte. Ah. So, die gehen aber schon in die richtige Richtung, glaube ich. Nee, ich glaube in die falsche Richtung, weil die hätten einfach nur umdrehen müssen, meine ich. Was macht der da? Sabotieren? Weil, er sabotiert etwas. Weil ich weiß, der Ausgang, der war in der Nähe von diesem Generator, wo sie da. Den sie jetzt noch repariert haben, aber. Laufen wir genau weit weg davon jetzt. Das ist ja witzig. Was versuchen die denn da jetzt noch? Hm. Der sabotiert gerade noch. Nee, ah, sie ist jetzt in der Nähe vom Ausgang. Ja, sie geht jetzt, oder? Nee, sie läuft vorbei. Sie will noch in die Kiste schauen. Natürlich. Die Kiste ist wichtiger als zu entkommen. Ja, anscheinend, ja. Hat sie gefunden? Ah, sie hat eine Taschenlampe jetzt gefunden. Und der hat da irgendwas sabotiert. Und sie geht jetzt wieder, entfernt sich vom Ausgang jetzt wieder. Ich
Kommt mir vor wie so ein bisschen Sims irgendwie. Ja, okay, der muss jetzt unbedingt die Bärenfalle sabotieren. Man entkommt und habt Spaß zusammen. Das klingt eklig. So. Ja, laufen da rum. Könnt ihr nochmal den... Was haltet ihr davon? Ihr macht nochmal einen Generator kaputt und repariert ihn wieder. Ist auch super, oder? So, jetzt sabotiert er hier nochmal kurz irgendwie diese Anlage. Könnt ihr versuchen, so ein Auto wieder zu reparieren. Oder wissen die nicht, was ein Ausgang hier ist? Doch, wissen sie, glaube ich. Die wissen ja, also gerade Ghost, der weiß ja, was er macht. Das sieht man ja. Der läuft ja zielstrebig irgendwo hin. Ja. Der spielt so. Nicht seit gestern. So, wollen wir die jetzt noch zugucken oder wollen wir jetzt noch eine Runde? Weil da hätten wir nämlich noch Zeit jetzt für eine Runde. Für ja, diese ja, bleib mal. Bleib entspannt. Ah, ich bin Dritter, cool. Mann ja nur, ne? Jedenfalls wir noch. 19.000 habe ich auf eine geile Sache. Gut, dann gehe ich mal zurück. Also die machen auf jeden Fall schon ihr Ding. So, dann lade ich dich mal ein, wa?